Es geht jetzt darum zu beweisen, dass die Kepler-Fass-Regel lineare Funktionen exakt integriert. Und dazu integrieren wir zunächst mal eine lineare Funktion, das ist diese hier. Ja? Und da kriegen Sie als Stammfunktion raus mx² halbe plus cx an den Grenzen a und b. Und das ist das gleiche wie m mal b² halbe plus c mal b minus m a Quadrat, ups, war fast gut, a Quadrat halbe minus c mal a. So, das heißt, wir müssen quasi das herausbekommen, wenn wir die Kepler-Fass-Regel anwenden. Jetzt steht hier ein etwa, das ist nur deswegen, dass Sie sehen, dass wir hier Kepler-Fass-Regel anwenden. Es wird tatsächlich dann das hier rauskommen. Also das etwa ist, wie gesagt, das etwa von der Kepler-Fass-Regel. Das ist also hier b minus a Sechster mal f von a. F von a ist ma plus c. Plus 4 mal der mittlere Teil, das ist m a plus b halbe plus c. Und der f von b, das ist m mal b plus c. Ich habe jetzt einfach die Kepler-Fass-Regel angesetzt. Und jetzt werde ich das hier ausrechnen und werde hoffentlich am Ende exakt das gleiche rauskriegen wie hier. So, das ist also nichts weiter als b minus a Sechster. Und jetzt rechne ich hier innen das Ganze mal aus. Ich habe hier ma, dann habe ich c, und also das mb kann ich direkt dazu schreiben, plus mb, das ist das und das. Und dann habe ich hier noch 2c, das sind die beiden. Und jetzt multipliziere ich das, was hier drin steht, aus. Plus 4 mal dem, das ist dasselbe wie 2 mal m mal a plus b. Habe ich einfach ausmultipliziert, plus 4c. Ja, und dann stellen Sie fest, dass Sie hier vieles zusammenfassen können. Zuerst mal haben Sie hier das 2c, hier das 4c, das wird zusammen 6c. Also ist das b minus a Sechster mal, und irgendwo hinten ans Ende schreiben wir plus 6c. Das kann man ein bisschen, kann man weiter vorschreiben. Jetzt multiplizieren wir aus, das mal dem und das mal dem. Das gibt 2ma. 2ma plus ma ist 3ma. Und den mit dem b genauso, plus 3mb, plus, und jetzt kommen hier die 6c noch dazu. Und da sehen Sie, da fällt jetzt wieder das Sechstel gegen das hier irgendwie weg. Hier können Sie auch noch ein m ausklammern und wir erhalten b minus a mal hier, da haben Sie noch übrig m halbe mal a plus b. Das ist das, was von hier übrig bleibt. Ja, und das Sechstel geht gegen das c weg, also plus, plus c und hier in Klammern. Ja, jetzt multiplizieren wir das hier aus und hier passiert plötzlich eine dritte binomische Formel. Das heißt, das ist das gleiche wie m mal b² halbe, das ist der mal dem, dann kommt weiter plus, also ich mache einen Zwischenschritt, sonst bringt es nichts. Ich multipliziere erstmal das mit dem, das ist vernünftiger. Das heißt, ich kriege aus m halbe und das mal dem gibt dann b Quadrat minus a Quadrat nach dritter binomischer Formel. Und den kann ich dann so mit übernehmen, plus b minus a mal c. Und wenn ich das ausmultipliziere, dann erhalte ich den ersten, mb² halbe, das ist der mal dem. Dann den hier kriege ich, indem ich das mal dem rechne, plus cb. Dann der mal dem gibt minus ma² halbe, das ist der mal dem, das ist genau der. Und jetzt der mal dem gibt genau das minus ac. Und damit habe ich nachgewiesen, dass die Kepler-Fass-Regel lineare Funktionen exakt integriert. Das heißt, weil das gleiche ist wie das, gilt die Behauptung. Gibt es da Fragen dazu?